mit den explodierenden, krass doofen Augen. Da ist eine Arcade. Da ist eine Arcade in Worms. Okay, hätte ich nicht einsammeln sollen. Ich habe ja noch ein. Huh. Ja, ich weiß genau, wie ich den Nagel benutze. Und da war's auch schon. So, was haben wir denn? Justice. Justice ist sehr gut. Gucken wir mal, was Justice mir gibt. Bombe, das und das, okay. Nehme ich alles gern mit. Boah, wie viel Leben ich auch habe, ey. So, den nehme ich jetzt ganz kurz mit. Nur für die Arcade. Fünf Münzen. Krass. Tipp, tipp. Ja. Ihr kennt's ja. Ihr kennt ja meinen Luck mittlerweile. Ne? Bis gleich. So, ich mache eine ganz kurze Zwischenaufnahme. Ich habe hier kurz mitgespielt, deswegen habe ich weniger Herzen. Ich habe hier zwei Lackabpillen bekommen. Die will ich jetzt gerne benutzen. Hey. So, genau. Weil vielleicht verändert es ja auch mein Luck beim Spielen. Wäre natürlich super. Sieht fast nicht so aus. Da ist natürlich noch eine Port of Steel Pille. Also wie viele Herzen ich jetzt. Das ist so krass. Das ist so krass. Also. Ja. Verbraucht mein ganzes Herz übrigens. Weil Bombs und so. Noch eine Pretty Fly, genau. Das habe ich vorhin die ganze Zeit bekommen. Ich hätte mit mindestens so 7-8 Stück von denen. Ich nehme es jetzt einfach mal ganz kurz auf ein bisschen. Der Part ewig lang wird. Das longest ever. Aber damit wird sogar Isaac möglich mit den ganzen Items, die ich habe. Naja, ich sag mal bis gleich, weil Spielen ist nicht so wirklich interessant. Ich lasse alles wieder liegen, dann sieht man wieder, was gekommen ist. Boah, Mann. Also ich habe jetzt keine Ahnung, 4-5 blaue Herzen, glaube ich. Sieht man auch eine Pretty Fly, kann ich benutzen. Range up, kann ich benutzen. Heals up, oh, Heals up, okay. Wusste ich gar nicht, was die ist. Weil die habe ich da. Ah, da habe ich noch eine Force of Steel Karte. Haben wir da noch was? Nochmal eine Heals up. Das ist. Das krasse ist, ich habe hier schon die Skeleton. Das heißt, ich kann mit dem unendlich lang spielen, weil die natürlich nicht nochmal kommen kann. Und das einzige Item ist, das ihn verschwinden lässt, außer eine Bombe. Und da hatte ich Glück, dass die hier unten explodiert sind. So, so, nochmal. Ich lasse es jetzt mal ganz kurz gut sein. Werde vielleicht später nochmal kommen. Leben hätte ich gern noch kurz. Weil ich nicht wusste, dass es Health Up sind. Ja, nochmal. Ja, genau. Natürlich habe ich den auch schon bearbeitet. Mit Herzchen. Krass, meine ganzen blauen Herzen sind außerhalb von der Leiste. Also, Isaac? You've got problems. So noch. Oh, Münzen. Keine Ahnung, wie viel Leben ich habe. Ich
weiß nur, dass ich 12 Herzcontainer habe und wenn ich auf 6 runtergeschrumpft bin, ich die Two of Hearts aktivieren kann, um nochmal 6 Herzen zu bekommen. Und ich habe noch ein zweites Leben mit nochmal 12 Herzcontainern. Vielleicht auch mehr. Wenn ich noch aus dem Automaten da was bekomme. Aber das wäre doof, wenn ich 13 hätte, dann wüsste ich gar nicht, ob ich voll bin oder nicht. Ist ja schön blöd. Hallo, ich hätte gern noch ein Herz. Keine Bomben, Herz. Ah, oh, komm schon, keine Trollbombe. Oh, Gott sei Dank. Muss jetzt nicht sein, dass ich meine Imban ist hier das Spiel. Eine Trollbombe. Ja, das will ich. Das kann bestimmt nur ein blaues oder so. Nee, gar nichts. Vor allem nur ein blaues. Ach, das ist jetzt das letzte Mal wirklich. Nee, ich mach mal auf. Auf 35 mache ich noch. Ich bin so spielsüchtig. Mit so vielen Münzen darf man das, glaube ich, auch. Nein! Okay, da ist schon mal nichts drin. Den wollte ich eh noch umrennen irgendwann. 35 haben wir? Okay. Dann. Oh! Hier sind ja noch Herzen. Mache ich so und guck jetzt mal. Nee, ich habe nicht mehr. Okay. Nehme ich natürlich diese Karte hier mit. Der Penny war natürlich nur für den Spielraum da. Oh, da ist noch mal eins. Ich gehe noch mal ganz kurz zurück. Vielleicht habe ich ja Lucky Punch, dass ich mit den beiden. Oh. Da ist eins. Und. Da ist eins. War hier oben schon? Ja. Auf jeden Fall könnte der da sein. Oder da. sammle ich noch nicht ein, weil ich hätte gerne noch den Herzcontainer aus dem komischen Ding da. Merke ich mir aber links, ganz links oben, ist der. Okay, mache ich so und springe ich nicht direkt weg. Schade. Hätte ja noch was hier drin sein können, deswegen habe ich das gemacht. Wie war das mit dem Loslassen? Da passiert nichts, genau. Alles natürlich in der Grütze drin. Da oben, da ist so ein Schlüsselstein, dann könnte man den auch da reinbringen, okay. Mehr Geld. Yay. Halbes Herz, merke ich mir. Okay. Mann, war das einfach. Noch eine Coin. Puh, hier war ich überall, ne? Da ging es nach oben zu dem einen Raum. Ich benutze jetzt einmal die Blutbank. I knew it! Also, 13. Ich gehe da einmal rein. Könnte was Gutes sein. Spinnen sind nicht so wirklich, was ich als gut betiteln würde. Ich könnte das Herz überspringen. Das will ich nicht. Ich meine, dann würde ich zum Satan kommen. Das will ich mit Samson auch noch machen.
Aber mit den Items, ganz ehrlich. Problem ist, wenn ich gleich zu Satan gehe, durch die Falltür durch, bekomme ich auch den Kill für Mom nicht. Bekomme ich den, wenn ich Isaac dann mache? Wenn ich Satan dann töte, dann direkt? Glaube ich auch nicht. Ich glaube, das zählt dann einfach nur nicht. Das könnte mir mal jemand in die Comments schreiben, wenn es jemand weiß, wenn ich es bis dahin noch nicht selber rausgefunden habe. Ob, wenn man Satan tötet, ob es als Mom Kill, als Achievement zählt. Also als Mom Kill zählt auf jeden Fall Satan und Isaac, aber zählt das auch als Achievement? Weiß ich nicht, deswegen will ich es nicht testen. Hier habe ich jetzt alles, oder? So. Hier habe ich alles. Das heißt, du kriegst noch eine Münze. Vielleicht gibst du mir ja noch was. Ja, Herzen, die ich nicht wirklich brauche. Bombe. War ja auch nicht wirklich. Ha, die Bombe kriegst du zurück. Vielleicht gibst du mir sowas Gutes. Nö. Nur die Bombe wieder. Schade. Egal. Naja. Hätte ja mal sein können. Jetzt nehme ich das dann natürlich mit. Das hätte ich nämlich auch dann liegen gelassen, natürlich. Das heißt, ich habe jetzt 14 Herzcontainer. Aber ich weiß nicht, ob ich es verliere. Wenn ich viel Schaden bekomme, könnte es ja sein, dass meine blauen Herzen weg sind. Ich überlege jetzt gerade, wie viele blaue Herzen habe ich? 10? 20? Keine Ahnung. Ich gehe erstmal rechts weiter. Da oben war ich, oder? Da war ich. Ja, da war ich. Guck mal, ich habe so viele Bomben. Warum eigentlich nicht? Da sprengt man gleich fünf Sachen mit weg. Sechs sogar. Da könnte man ja mal testen. Oh, der schwierigste Raum überhaupt. Der Burnt Penny. Ich glaube, der macht, dass, wenn ich Münzen einsammle. Testen wir gleich mal. Bomben spawnen. Okay, da jetzt nicht. Judgment. Gut, dass ich mir Münzen übrig gelassen habe. Nein. Will ich nicht, weil ich denke, dass er mir als allererstes das weiße Herz wegnimmt. Habe ich noch irgendwo Münzen rumliegen? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Deswegen mache ich so. Oh. Ich mich nur nicht bewegen sollen da. Ist meine Range erhöht? Jetzt endlich doch. Nein, 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 nein. Trollbomben. Da ist nix, okay. Ja, ich weiß, ich hätte auch meinen Nagel machen können, aber da ist der Boss, deswegen lasse ich das mal noch. Oh, hallo Fleischi. So. Klar, dass ich da verfehle. Fleischklumpen da. Oh, zwei Bomben für eine Bombe und ein Test. Okay. So, ja, ich gehe erstmal weiter. Das war nicht so eine gute Idee. Da ist ein Boss-Challenge-Raum. Karte? Du auf damit. Ja.
mehr Geld. Einfach erstmal alles kurz brauchen.